Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Geek111 und heute geht es um den Vergleich des aktuellen Flaggschiffs Galaxy S8 versus Xiaomi Mi Mix. Warum mache ich das oder warum machen wir das, muss ich sagen, in dem Fall? Ganz einfach. Xiaomi hat seinerzeit als allererstes eigentlich ein Smartphone mit einem randlosen Display vorgestellt, also nicht Samsung, wie viele glauben mögen. Und wir wollen die beiden Geräte mal vergleichen, nämlich mit wir meine ich meine Wenigkeit und der Kollege vom Kanal Charlie Charles Check, der Charlie, der euch jetzt auch mal eine kleine Begrüßung gibt und sagt, worum es hier eigentlich ganz genau geht. Also schaut's euch an. Hi, ich bin Charles vom Kanal Charlie Charles Check und habe hier das Xiaomi Mi Mix in der Hand. Das war ja das erste Smartphone mit einem randlosen Display, was natürlich auch nicht ganz stimmt. Ein bisschen Marketingmasche steckt da auch dahinter. Aber das Xiaomi Mix 2 zum Beispiel soll ja eigentlich ein komplettes randloses Display kriegen. Gerüchteweise jedenfalls. Und was ihr halt jetzt so ein bisschen raushört, ist, dass ich mich sehr für dieses randlose Design interessiere. Und da der Geek 111 gerade das Samsung Galaxy S8 bei sich hat, und ich halt dieses Smartphone, dachten wir beide uns so, hey, warum sollten wir die beiden nicht vergleichen, da die ja eigentlich so ein bisschen dieselbe Designart haben. Und wir dachten uns, euch Zuschauer würde es wahrscheinlich auch interessieren. Den einen oder anderen wird es wahrscheinlich so ein bisschen zum Überlegen bringen, lieber das Xiaomi Mix mit ein bisschen weniger Geld oder lieber das Samsung Galaxy S8 mit anderen Vorteilen. Ich spreche heute für das Xiaomi Mi Mix und ich würde sagen, Geek 111, lass uns den Vergleich starten. Mein Smartphone wird gewinnen. Mir bleibt nur noch zu sagen, lass die Spiele beginnen und ich bin mir sicher, ich werde der Sieger sein und nicht Charlie mit seinem komischen China-Import. Schauen wir mal, was draus wird. Bleibt dran, gleich geht's los nach dem Intro. Kommen wir am besten gleich zu dem an sich wichtigsten Punkt, das würdet ihr wahrscheinlich genauso sehen, und zwar zum Display. Um euch das ein bisschen besser zu veranschaulichen, das Samsung Galaxy S8 hat ein 5,8 Zoll Display, das Samsung Galaxy S8 Plus ein 6,2 Zoll Display und das Xiaomi Mi Mix, was ich hier habe, hat ein 6,4 Zoll Display. Und wenn man auf größere Smartphones steht, schon eher auf Tablets, also eine Mischung zwischen Phone und Tablet, dann ist man, glaube ich, bei dem Xiaomi Mi Mix auf der richtigen Seite. Vor allem halt auch noch mit dem wunderschönen randlosen Display und dann auch noch ein relativ großes Display. Da kann man schon so die ein oder anderen Videos schön genießen, würde ich sagen. Ich würde dann schon eher einen Pluspunkt dem Xiaomi Mi Mix geben. Dann gibt es natürlich auch noch das Screen-to-Body-Ratio. Das bedeutet halt das Verhältnis von Screen zu dem insgesamten Gehäuse. Da ist das Galaxy S8 Plus besser als das Xiaomi Mi Mix, aber jetzt im Zusammenhang mit dem Galaxy S8, da sticht das Xiaomi Mi Mix schon wieder prozentual ein paar Prozentpunkte mehr hervor. Und das wäre wieder ein weiterer Pluspunkt für das Xiaomi Mi Mix, würde ich sagen, weil wir jetzt mit dem S8 vergleichen. Ja, ja, das Display. Und du glaubst wirklich, dass das Xiaomi Mi Mix hier irgendwie eine Schnitte hat, Charlie? Echt? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Schau dir dieses unfassbar schöne, geschwungene Display an. Und wir reden hier über ein Super AMOLED Display. Und nicht nur über ein Super AMOLED Display, sondern wir reden über ein Super AMOLED Display mit großartigen Schwarzwerten, wie es für AMOLED Displays typisch ist. Wir reden über ziemlich gute Weißwerte für ein AMOLED Display. Und wir reden über eine QHD Auflösung und nicht nur von Full HD. Und das in einem, wie du ja gerade richtig erwähnt hast, zwar etwas kleineren Display, aber doch sehr schlanken Display, was ich gut in einer Hand halten kann und wo ich das Gerät auf jeden Fall mit einer Hand schön und bequem bedienen kann. Dafür ist es etwas länger und hat ein 18,5 zu 9 Format, ist es, glaube ich. Und ich würde sagen, da kann Xiaomi nicht wirklich mithalten. Von daher, großes Display ist cool, hast du recht. Wem das hier zu klein ist, für den ist das Plus mit Sicherheit was. Du hast aber recht, wir vergleichen mit dem Galaxy S8. Okay, im puncto Größe geht der Punkt an dich, aber ich würde sagen, was das Display im Allgemeinen angeht, so richtig mithalten kannst du da, glaube ich, nicht. Sind wir fair, du bekommst einen halben Punkt und ich einen ganzen. Weiter geht's. Das ist natürlich auch noch der 4400 mAh Akku. Ich glaube, das S8 hat gerade mal 3800 mAh. Falls nicht stimmt, verbessere mich ruhig, Geek 111. Und da hat natürlich das Xiaomi Mi Mix noch einen weiteren Vorteil, dass es halt nur ein Full HD Display hat, was natürlich auch bei der Größe auf jeden Fall ausreicht. Denn dadurch hat es weniger Stromverbrauch, weil es ein
wenig schlechtere Auflösung im Display hat und auch noch gleich zugleich einen größeren Akku. Das bedeutet einfach mal viel mehr Akkulaufzeit. Akkulaufzeiten von über einem Tag sind daher selbst für viele Nutzer noch nicht mal ein Problem. Ja, ja, die Akkulaufzeit. Gutes Thema, was du da ansprichst. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Dein Xiaomi Mi Mix wird in puncto Akkulaufzeit gewinnen. Aufgrund der, wie du selber sagst, geringeren Displayauflösung, das hatten wir ja gerade schon, und natürlich schlichtweg einfach, weil das Ding größer ist. Aber nicht zu unterschätzen ist das Galaxy S8 trotzdem. Und ich finde, wenigstens einen halben Punkt habe ich mir damit verdient, denn hier ist das aktuellste Android Nougat drauf, was deutlich sparsamer ist im Vergleich zu dem Android, was dein Xiaomi Mi Mix nutzt. So, meine Güte, das ist übrigens auch noch ein Zungenbrecher. Alleine deshalb will ich das Handy schon nicht kaufen. Also, der Akku ist zwar größer, aber du hast noch das alte Android auf deiner Kiste und deshalb verbraucht es alleine deshalb schon mehr Strom. Das riesige IPS-Display, was verbaut ist, braucht auch eine Menge Strom, währenddessen AMOLED deutlich sparsamer ist, Super AMOLED beziehungsweise in dem Fall. Und man darf auch nicht vergessen, der neue Exynos-Prozessor, den Samsung verbaut, ist im 10-Nanometer-Verfahren gefertigt. Der verbraucht auch deutlich weniger Strom. Deshalb komme ich ganz bequem mit 3000 mAh über den Tag. Ja, du hast recht, ich komme nicht auf mehr als einen Tag. Aber dahin komme ich auf jeden Fall. Und dank Quick Charge oder auch kabelloses Laden ist das Ding auch relativ schnell wieder voll. Ich würde sagen, ein halber Punkt geht ans Galaxy S8 und ein Punkt an das Xiaomi Mi Mix. Was meinst du, Charlie? Kommen wir doch mal zum internen Speicher. Wie sieht's denn da so bei dir aus? Die geringste Version, also die abgespeckteste Version vom Xiaomi Mi Mix, hat immer noch das Doppelte an internen Speicherplatz im Gegensatz zum Samsung Galaxy S8. Also, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt das Video hier mache. Das ist eigentlich schon klar, wer hier bin. Ja, warum du dieses Video machst, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ehrlich gesagt, ja, dein Xiaomi Mix hat natürlich einen viel größeren internen Speicher und das schon in der kleinsten Version. 128 GB. Wow! Dafür gibt's einen Daumen nach oben von mir, aber noch keinen Punkt. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen, Charlie. Denn auch wenn hier alles nur mit 64 GB zur Verfügung steht, habe ich, anders als bei dir, die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern über eine Micro-SD-Karte. Und zwar kann ich da nochmal satte 256 GB nachschieben. Das kannst du nicht. Und ich bin mir sicher, auch wenn Samsung nur 256 GB angibt, hier geht auch eine 512 GB SD-Karte rein. Ich habe es zwar selber noch nicht getestet, habe es aber hier und da schon gelesen, dass es funktioniert. Von daher kann ich ganz bequem mal verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen quasi. Und das alles problemlos. Und soll ich dir noch was sagen? Wenn die Speicherkarte mal voll ist, nehme ich sie einfach raus und knall eine andere rein. Wenn es denn sein muss. Auch kein Problem. Kannst du das mit deinem Xiaomi Mi Mix auch? Ich muss mir vorher nicht Gedanken machen, komme ich mit dem Speicher aus oder nicht. Ich rüste einfach nach. Der Punkt geht ja wohl ganz klar an mich. Da fällt mir auch gerade noch ein, wo wir gerade bei den Vorteilen sind zu dem Xiaomi Mi Mix, dass die MIUI 8 Oberfläche auf dem Xiaomi Mi Mix, finde ich, schon ein bisschen geordneter und auch ein Ticken moderner und nicht so überladen wirkt wie TouchWiz zum Beispiel beim Samsung Galaxy S7. Okay, bei 8 ist es halt ein bisschen besser geworden, das weiß ich auch, aber ich finde trotzdem, dass MIUI noch ein bisschen aufgeräumter wirkt. Das ist auch kein blöder Menüpunkt oder so, den braucht man doch nicht. Ich habe lieber einfach direkt auf meinem Display die Apps und wenn die scheiße sind, lösche ich sie gleich, anstatt die irgendwie im Menüpunkt irgendwie versauern zu lassen. Mhm. Du findest also wirklich die MIUI geordneter? Schlussendlich würde ich jetzt behaupten, du findest ein iPhone gut. Ich als iPhone-Nutzer vorher darf das sagen. Schlussendlich sieht das MIUI nämlich aus wie ein Lollipop-buntes iOS, wenn man so will. Alle Apps werden auf den Homescreen geknallt und seien wir mal ehrlich, wer ein Android-Telefon kauft, der will doch unbedingt alles modifizieren und anpassen können. Und da ist die MIUI ja eigentlich der falsche Weg, denn da bin ich genau da, wo Apple auch jetzt schon ist, nämlich ich habe alle Icons auf meinem Homescreen und die meisten wollen ja auch Widgets und sowas nutzen. Klar, kannst du bei der MIUI auch, aber grundsätzlich kommt erstmal alles auf den Homescreen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich ordentlicher finde. Und TouchWiz ist ja wohl Geschichte. Immerhin hat das S8 inzwischen das Samsung Experience und die Experience UI ist deutlich aufgeräumter, cleaner und schöner geworden. Ich finde sie wirklich hübsch. Gut, es gibt ein paar Nachteile. Samsung-typisch läuft es zum Beispiel nicht ganz flüssig, das will ich nicht verleugnen, aber
Das Tolle an Android, und das wird einem ja jeder Android-Nutzer sagen, ist, man kann ja einfach einen anderen Launcher draufknallen und sich die Optik gestalten, wie man will. Also ich finde, die MIUI und die Themes, ja, das ist nicht unbedingt das, wo ich sagen würde, deshalb würde ich mir einen Xiaomi Mi Mix kaufen. Nein, nein, also in Sachen Optik und Design, auch von der UI, geht der Punkt an Samsung. Für mich. Ja. Und zwar kann man ja Themes beim Samsung Galaxy S8 oder halt auch beim Xiaomi Mi Mix ändern quasi oder herunterladen und dadurch halt das ganze Telefon ein bisschen personalisieren. Und da hat auf jeden Fall das Xiaomi Mi Mix nochmal den krassen Vorteil, dass, also ich habe fast gar kein Theme gefunden, was was kostet. Da gab es richtig coole Themes, alle kostenlos frei, kann man ausprobieren. Das Handy einfach sofort personalisieren, jeden Tag ändern, alles kein Problem. Geht man beim Samsung mal rein irgendwie und guckt sich die Themes an. Die kosten da die, keine Ahnung, alle so um die 2 Euro irgendwie. Manche sind dann mal runtergesetzt auf 50 Cent. Und dann zwischendurch gibt es mal 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Themes, die kostenlos sind. Aber davon gefallen mir 4 irgendwie gar nicht. Puh, du möchtest also wirklich über Themes sprechen? Na gut, lass uns über Themes sprechen. Ja, du hast recht. Im Samsung Galaxy Shop gibt es natürlich auch Themes, wie es eigentlich jeder Anbieter inzwischen hat. Und ja, du hast ja recht. Ich gebe dir recht und du kriegst auch diesen Punkt bei den Themes, denn ja, bei Samsung muss man für die Themes, die gut aussehen, meist auch Geld bezahlen. Aber es ist nicht viel, möchte ich dazu sagen. Von daher finde ich es nicht ganz so tragisch. Aber es gibt auch Gratis-Templates. Wenn auch nicht viele. Aber ich finde, das ist jetzt kein K.O.-Kriterium für mich. Aber wenn du diesen Punkt haben willst, bitte. Vorteil für mein Smartphone quasi ist natürlich auch noch die Dual-SIM-Kartenmöglichkeit. Also für alle Businessmänner oder Businessfrauen da draußen, die werden sich freuen darüber, dass sie einfach mal die private SIM-Karte und die geschäftliche SIM-Karte dort reintun können und alles über ein Handy nutzen können. Okay, 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 du hast gewonnen. Bei Dual-SIM kann ich einfach nicht mithalten. Da ist das Samsung im Hintertreffen. Der Punkt geht definitiv ganz klar an dich, wobei ich doch zum Überlegen geben möchte, zweite SIM-Karte oder lieber Speichererweiterung? Was ist wohl besser? Gut, klar, im Business-Bereich, wenn man viel unterwegs ist oder zwei verschiedene Karten hat, ist das okay mit einer zweiten SIM-Karte und mit Sicherheit, ja, ich gebe es ja zu, auch mal vorteilhaft, aber ich finde die Speichererweiterung besser als eine Dual-SIM-Lösung. Nichtsdestotrotz geht der Punkt an dich. Ich gebe mich geschlagen, du hast gewonnen in diesem Punkt. Das kann das Samsung einfach nicht und wird es wahrscheinlich auch nie können. Aber ob man das braucht, ich weiß es nicht. Lassen wir das Publikum entscheiden. Außerdem ist auch noch ein wichtiger Punkt, was für das Xiaomi Mi Mix spricht. Und zwar hat es keine hässliche Ohrmuschel oben. Dadurch hat es oben auch gar keinen Balken. Nicht so wie das Samsung Galaxy S8. Es hat, glaube ich, oben und unten einen Balken. Die Hörmuschel ist einfach mal komplett weg und ihr könnt aber trotzdem was hören. Wie das funktioniert, das könnt ihr gerne bei mir auf dem Kanal sehen im Review. Ja, du hast vollkommen recht. Das Xiaomi Mix hat oben keinen Rand wie das Galaxy S8 hier oben und hier unten, der wohlgemerkt extrem dünn ist. Nichtsdestotrotz finde ich nicht, dass man das unter den Vorteilen zählen kann. Zwar sieht es ein bisschen besser aus, das mag sein, aber naja, in puncto Gefühl ist es, möchte ich doch mal sagen, ohne den Leuten vorwegzunehmen, wie es funktioniert, doch nicht so schick. Ich habe sehr viele Berichte gelesen, ohne das Ding selber benutzt zu haben, dass zwar die Sprachqualität in Ordnung ist, aber es doch sehr, na, nennen wir es gewöhnungsbedürftig bis teilweise nervig ist, wenn man mit dem Ding telefoniert. Wie es genau funktioniert, schaut ihr euch auf jeden Fall auf dem Kanal von Charlie bitte an, aber ich glaube, das ist auf gar keinen Fall ein Pluspunkt für Xiaomi Mix. Ich gebe mir den Punkt, frech wie ich bin. Du kannst dich auch nicht wehren. Ist ja mein Kanal. Für alle Zahlenfetischisten habe ich natürlich auch nochmal die AnTuTu Benchmark-Zahlen. Da können wir ja mal vergleichen. Ich sage jetzt hier einfach mal meine und du sagst dann mal deine. Und dann, wenn die Zuschauer sehen, wer denn höher liegt. Gefühlt würde ich fast denken, weil das S8 neuer ist, dass es vielleicht gewinnt in dem Punkt. Aber man muss ja auch manchmal nachgeben können. Insgesamt hat das Xiaomi Mi Mix ein AnTuTu Benchmark von 141.700, beim 3D-Punkt 51.119, unterm UX-Punkt 46.595, CPU 33.260 und RAM 10.726. Was sagt dein Smartphone? Okay, dann sind wir jetzt wohl an dem Punkt, an dem du wirklich mal mit deinem Gerät zurückstecken musst, denn du möchtest Kennzahlen, du möchtest Benchmark, kein Problem.
Das Galaxy S8 wird dich und dein Xiaomi Mi Mix jetzt mal so richtig schön kurz und klein rechnen, würde ich sagen. Viel Spaß dabei und gleich gibt's auch direkt die Werte dazu. Haltet euch fest! Da ich ja den Vergleich hier gewinnen möchte, haue ich auch gleich schon mal den nächsten Kracher raus, neben der Displaygröße, und zwar der Preis. Das Xiaomi Mi Mix ist einfach mal günstiger als das Samsung Galaxy S8. Und zwar kostet aktuell auf tradingshenzhen.com das Xiaomi Mi Mix in der abgespeckteren Version, die ich auch gerade hier habe, also die mit dem 128 GB internen Speicher, nur 477 Euro. Aber das Samsung Galaxy S8 kostet aktuell, zumindest auf Amazon, 697 Euro, so wie ich es gerade gesehen habe, war der billigste Preis. Könnt ihr schon mal sehen, da sind schon ein paar Euro Unterschied auf jeden Fall. Und beim Xiaomi Mix kriegt ihr das größere. Ich vermute, jetzt hast du das Gefühl, so richtig durchzustarten und mir die Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. Aber nein, so einfach gebe ich mich als Geek nicht geschlagen. Ja, dein Preis ist interessant. Ich habe jetzt gerade live in diesem Moment, wo ich dieses Video hier gedreht und geschnitten habe, nochmal geguckt. Dein super günstiges Xiaomi Mi Mix kostet im Moment lockerflockig 457 Euro. Das klingt erstmal super verlockend, wenn man doch weiß, dass das Galaxy S8 knapp 650 Euro Stand im Moment bei Amazon ungefähr noch kostet. Es ist ja günstiger, doch weit gefehlt. Denn wenn wir mal ganz realistisch sind, rechne ich dir jetzt mal vor, warum dein Gerät gar nicht so viel günstiger ist. Denn diese hier auch hinter mir zu sehenden 457 Euro sind gar nicht der Endpreis. Denn dazu kommen im Zweifel noch Einfuhrsteuern. Und bei einem Gerät dieser Preisklasse, und wir reden von der günstigsten Variante, das tust du ja auch die ganze Zeit, musst du noch so circa 90, 95 Euro Einfuhrsteuer berechnen, die obendrauf kommen. Ich bin jetzt mal großzügig und rechne mir zugunsten mit 100 Euro, weil es einfacher ist. Bedeutet also, statt 457 Euro sind wir bei 557 Euro, was also einen Unterschied von knapp 100 Euro zum S8 macht. Das ist gar nicht mehr so viel, und bedenkt man jetzt noch obendrein, dass man keinerlei Gewährleistungsansprüche auf dem Xiaomi Mi Mix hat, weil das europäische Gesetz für die Gewährleistung nicht greift. Zu welchem Gerät würdet ihr dann also greifen? Zu einem Samsung Galaxy S8, was ganz normal ausgetauscht wird, wenn es defekt ist? Oder zu einem China-Import, was gerade mal 100 Euro günstiger war und keinerlei Gewährleistungsansprüche mit sich bringt? Ein Umtausch ist quasi ausgeschlossen, denn es ist Importware und nicht ganz normal online gekauft, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Das solltet ihr in jedem Fall bedenken. Ich denke, der Punkt geht trotzdem ans S8. Ja, preislich hast du gewonnen, Charlie, aber nicht viel, und ich glaube, der Service ist diese 100 Euro mit Sicherheit wert. Was meint ihr bei so einem Gerät? Jetzt mal Spaß beiseite. Der Vergleich ist natürlich schwierig, da das S8 ja quasi neu ist, gerade auf dem Markt, und daher auch hardwaremäßig 100 Pro besser sein wird. Aber wer halt ein bisschen Geld sparen möchte und nichts gegen große Handys hat, der sollte auf jeden Fall zum Xiaomi Mi Mix meiner Meinung nach greifen, wenn er halt auf randloses Display steht. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ich würde mich persönlich für das Samsung Galaxy S8 entscheiden. Schon alleine wegen der Größe, weil ich mag einfach keine großen Smartphones. Ich möchte alles mit einer Hand bedienen können und nicht irgendwie zwei Hände benutzen müssen. Daher würde für mich ganz klar auf jeden Fall die Entscheidung aufs S8 fallen. Kleineres Smartphone, trotzdem randloses Design bzw. allgemein geiles Design. Und natürlich auch noch ein paar andere Punkte sind da besser, wie Kamera und so weiter und so fort. Aber es wird euch bestimmt Geek 111 erzählen. Wir sehen uns vielleicht wieder, entweder hier auf dem Kanal oder falls ihr mal rüber gucken wollt, könnt ihr es auch gerne machen. Macht's gut. Okay, es wird Zeit für ein Fazit, und genau wie auch Charlie, und jetzt mal wirklich Spaß beiseite, das Xiaomi Mi Mix ist schon ein cooles Gerät. Wenn man bedenkt, was es kostet und auch schon gekostet hat, als es auf den Markt kam, im Vergleich zu einem Samsung Galaxy S8, war es schon ein Schnäppchen mit wahnsinnig cooler Technik. Das kann man nicht anders sagen. Und Xiaomi macht wirklich, wirklich gute Geräte. Die Verarbeitung ist für die Preise, die die Geräte kosten, extrem hoch. Die Displays sind gut und man kann wirklich nichts dagegen sagen.
Gut, der Vergleich mit einem Galaxy S8 hinkt auch ein bisschen, denn wir reden einmal über ein Gerät zum Importieren und einmal über ein Gerät, was ihr hier in Europa und auf der ganzen Welt sowieso kaufen könnt. Das ist irgendwo auch nicht ganz fair und natürlich ist das S8 auch ein ganzes Eckchen neuer als das Xiaomi Mi Mix und dafür schlägt sich das Mi Mix wirklich gut. Mir persönlich wäre es viel zu groß, weil es einfach nicht mit einer Hand zu bedienen ist und das finde ich persönlich wirklich nachteilig und ich muss sagen, bei dem Preis ist es mir zu riskant, wenn das Gerät mal kaputt geht und ich null Gewährleistung quasi auf dem Gerät habe. Das ist wirklich ein Problem, da zahle ich dann lieber die 100 Euro Aufpreis, ich sag mal 100 Euro mehr oder weniger, da lohnt es sich diese 100 Euro vielleicht nochmal zusammenzusparen, um halt zum einen das etwas bessere Gerät zu erhalten und auch mit Sicherheit das aus meiner Perspektive wenigstens mal elegantere Gerät, das S8 zu erhalten und auch den vollen Gewährleistungsanspruch zu haben, den ihr dann nun mal beanspruchen könnt. Denn gerade bei solchen Preisen ist es wirklich unfassbar schade, wenn mal was kaputt geht. Der ein oder andere hat es schon erlebt. Smartphone fällt hin, Spider-App nicht geil, ist wirklich nicht cool. Wenn ihr da eine Handyversicherung habt, top. Eine Handyversicherung für ein Xiaomi kann man, glaube ich, gar nicht abschließen. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz so sicher, weil es halt Importware ist. Gut, wenn ihr das Teil hinschmeißt, habt ihr natürlich auch bei Samsung keine Gewährleistung. Aber wenn mal irgendwas an der Software oder an der Hardware ist, ich sag nur brennende Akkus als Beispiel, dann ist es natürlich schön, wenn man die Dinge ausgetauscht bekommt. Tja. Was ist jetzt das Fazit? Ich würde auf jeden Fall immer wieder das S8 kaufen und das Xiaomi Mi Mix wäre für mich auf gar keinen Fall was, aufgrund dessen, dass es einfach so ein riesen Klotz ist in meinen Augen. Der Akku ist aber top, die Software von Xiaomi ist auch top. Wen das alles nicht schockt und wer bereit ist, ich sag mal knapp 100 Euro zu sparen, um ein noch größeres Display zu erhalten, der ist mit dem Xiaomi Mi Mix sicherlich auch gut bedient. Ich persönlich würde aber immer zu dem Galaxy S8 greifen. Mich würde jetzt aber an der Stelle interessieren, wie sieht es denn bei euch aus? Was würdet ihr kaufen? Eher das Galaxy oder ist das Xiaomi tatsächlich eine Alternative für euch, weil es ein bisschen günstiger ist, weil es ein noch größeres Display hat, weil der Akku noch viel größer ist, weil ihr Dual-SIM-Möglichkeit habt und weil ihr 128 GB internen Speicher habt? Oder sagt ihr, nein, das ist mir alles egal. Ich will das unfassbar coole Display von dem Galaxy S8. Ich möchte gerne den Speicher erweitern können, das ist mir voll wichtig. Ich möchte gerne ein super elegantes Gerät mit Top-Verarbeitung haben und das ist mir den Preis dann am Ende des Tages auch wert und auch einen rasend schnellen Prozessor mit wunderbarer Hardware haben. Oder sagt ihr, all das ist mir vollkommen egal, ich will nicht mein Flagship haben. Das würde mich wirklich interessieren. Lasst uns in den Kommentaren darüber sprechen. Ich danke auf jeden Fall Charlie, dass wir diese Kooperation hier machen konnten. Das war wirklich cool, hat mir irre viel Spaß gemacht. Schaut bitte unbedingt auf seinem Kanal vorbei, den ich euch natürlich hier oben auch nochmal verlinke. Der Kanal steht natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung drin. Besucht ihn auf jeden Fall. Ich freue mich auf vielleicht weitere Kooperationen mit Charlie und hoffe, er nimmt mir das Gepiesacke nicht ganz zu böse, weil ich ja so auf seinem Import-Handy rumgehackt habe. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Geek111 und ich sage es jetzt einfach mal im Namen von Charlie. Auch vielen Dank fürs Zusehen im Namen von Charlie Charles Check. Ciao!